Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Windows-Kommandozeile. So, heute geht's weiter und zwar wollen wir heute ein bisschen was mit diesen Directories und so weiter machen. Jetzt haben wir so ein bisschen Ahnung von den Befehlen in Windows und der Kommandozeile. Die sind ein bisschen anders wie bei Linux für die Leute, die es dort gewohnt sind, aber macht ja nichts. Okay, und zwar wir wollen jetzt erstmal auf dem Desktop, also erstmal CD Desktop, wollen wir einen neuen Ordner erstellen. Ich zeige euch das gerade ganz kurz mal. Hier ist nichts drauf, außer meinen wichtigen Passwörtern. Und jetzt wollen wir hier einen neuen Ordner erstellen. Das machen wir, indem wir schreiben mkdir, make directory. Alles muss abgekürzt werden, warum auch immer. Make directory ist das im Prinzip. Und jetzt sagen wir hier, ich hätte gerne, was wollen wir denn für ein Directory haben? Lass es uns doch einfach Unfug nennen. Unfug. So, und jetzt haben wir hier einen neuen Ordner, der nennt sich Unfug. Wunderbar. So, und jetzt, wenn wir hier reinklicken, ist einfach nichts drin. Das heißt, wir können aber hier auch mit dir uns einfach angucken lassen, was hier so alles passiert ist. Wir haben hier meine wichtigen Passwörter, wir haben diese zwei Directories, aktuelles und zurück, und wir haben Unfug als neues Directory. Und ja, das können wir natürlich auch reingehen, indem wir sagen cd Unfug. Und wenn wir dann hier reingucken, dann haben wir hier einfach nichts drin. Wunderbar, genauso sollte es sein. Und wenn wir das Ganze jetzt wieder löschen wollen, weil wir gerade gemerkt haben, dass es einfach nur Unfug ist, dass wir es nicht brauchen, dann sagen wir gehen erstmal raus, so dass wir, wenn wir dir machen, dann haben wir hier dieses Unfug wieder als Directory angezeigt. Und dann sagen wir rm remove directory. Ja, natürlich. Und wir sollten hinten dran noch angeben, welches Directory wir gerne löschen würden. So, remove directory Unfug und weg ist es. Achtung, bei der Kommandozeile wird nicht noch fünfmal nachgefragt, ob ihr es wirklich löschen wollt oder sonst irgendwas, sondern es wird einfach gemacht. Das heißt, Vorsicht mit was ihr hier löscht. Es ist danach dann tatsächlich weg. Genau. Es ist noch nicht mal mehr im Papierkorb. Das heißt, wenn ich jetzt hier diesen Papierkorb aufmache, dann finden wir hier nur einen alten Payload von mir, der schon längst überholt ist, weil er von der IP nicht richtig funktioniert hatte. Also im Prinzip nichts, was wirklich hier gerade war. Das heißt, dieses Remove Directory ist wirklich weg danach. Und nicht irgendwie einfach nur im Papierkorb geflogen. Ihr wurdet auch nicht nochmal gefragt, sondern es ist wirklich einfach weg. Okay, also vorsichtig sein. Was weiteres, was wir auch machen können oder was uns passieren kann, ist, dass wir mehrere Directories ineinander haben. Also zum Beispiel sagen wir hier cd-unfug, wo haben wir es denn? Make directory Unfug. So, und jetzt gehen wir in Unfug rein, cd-unfug, und packen hier noch ein Directory namens make directory Schwachsinn. Packen wir auch noch rein. So, jetzt schauen wir uns das mal so gewohnt an, wie wir es hatten. Es ist innerhalb von unserem Unfug ein weiterer Ordner, der ist zwar leer, aber macht nichts. Es ist was drin. Das heißt, wenn wir jetzt hier in Unfug reingucken, dann haben wir hier noch ein weiteres Directory drin, was hier nicht standardmäßig drin ist. So, wenn wir jetzt Schwachsinn löschen wollen, ist das alles kein Problem. Aber wenn wir Unfug löschen wollen, dann kommt folgendes. rmdir Unfug. So. Das Verzeichnis ist nicht leer. Was machen wir jetzt? Naja, jetzt ist es auf jeden Fall nicht gelöscht worden, sonst wäre es weg gewesen. Und wenn man wirklich sicher ist, dass man sowas löschen möchte, auch wenn was drin ist, dann sagt man slash s Unfug. So, möchten Sie Unfug löschen? Ja oder nein? Dann gebt ihr hier ein J oder ein N ein. Und wenn ihr es löschen wollt, dann gebt ihr ein J ein und drückt Enter und dann ist es weg. Aber inklusive Inhalten. Ihr seht, der Papierkorb ist immer noch komplett leer. Das heißt, es ist wirklich weg, weg. Also komplett weg. Im Sinne von tot. Ja, soviel zum Thema Directories und so weiter und so fort. Ich glaube, das war's für heute auch schon wieder und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.